Die heutige Rede in Moskau war für Putin quasi ein Heimspiel. Er sprach vor Führungskräften des russischen Inlandsgeheimdienst FSB, dem er vor seiner Präsidentenzeit selbst vorstand, über wichtige Themen zu Russlands Sicherheit. Hier die zentralen Passagen. Sie wissen, dass am 22. Februar, um noch einige Worte auf die syrische Frage zu verlieren, eine gemeinsame Erklärung von Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Einstellung der Feindseligkeiten in Syrien angenommen wurde. Der Zweck dieses Dokuments ist es, Impulse für die Beilegung des syrischen Konflikts zu geben, mit einer Aktion Voraussetzungen für die politische Lösung zu schaffen, um eine solche in die Wege zu leiten. Natürlich verstehen wir und sind uns bewusst, dass der Versöhnungsprozess schwierig sein wird und vielleicht sogar umstritten. Aber es existiert kein anderer Weg für eine friedliche Beilegung. Es ist nötig, die Bedingungen für ein baldiges Ende des Blutvergießens zu schaffen und später einen vollwertigen Dialog mit allen konstruktiven politischen Kräften zu starten. Wie Sie wissen, hatten die Kriegsparteien bis heute Mittag Damaskuszeit eine Frist, uns oder unseren amerikanischen Partnern ihre Teilnahme am Waffenstillstand zu erklären. Es kamen bereits entsprechende Rückmeldungen zu uns. Dementsprechend wird ab 27. Februar Mitternacht Damaskuszeit der Kampf der Streitkräfte Syriens, Russlands und der von der USA geführten Koalition gegen diese militanten Gruppen eingestellt. Ich möchte aber nochmals betonen, die Gruppen des IS, von Jabhat al-Nusra und anderen terroristischen und als solche durch den UN-Sicherheitsrat anerkannten Organisationen sind hiervon nicht betroffen. Der entschlossene Kampf wird gegen sie auf jeden Fall fortgesetzt. Ich habe die Hoffnung, dass unsere amerikanischen Partner ebenso handeln. Das spiegelt unsere gemeinsame Erklärung wider. Und es wird nicht vergessen, dass es außer dem IS andere Terrororganisationen gibt, die vom UNO-Sicherheitsrat als solche klassifiziert wurden. Jetzt ist es wichtig, das russische Territorium vor dem Eindringen von Militanten aus dem Nahen Osten und anderen Regionen zu sichern, solche schnell zu identifizieren und die zu neutralisieren, die im Ausland an terroristischen Aktivitäten beteiligt waren. Hier möchte ich Ihnen versichern, dass wir, ich meine Russland als Ganzes, zu Ihnen stehen, zu den Streitkräften, die in Syrien rechtzeitig aktiv wurden und ihre Arbeit auf dem Territorium der Russischen Föderation bestätigt dies aufs Beste. Dank ihrer Bemühungen wurde die Tätigkeit von Untergrundgruppen und Gruppierungen eingestellt, die bereit waren, unser Land zu attackieren. Und wir sehen, dass in diesem Bereich unsere präventive Arbeit Erfolge erzielt. Ich möchte vor allem unseren Kollegen danken, die diesen Erfolg ermöglicht haben. Ich hoffe, sie arbeiten in der gleichen Art und Weise weiter, stoppen Aktionen nicht nur der Gewaltbereiten, sondern auch die Rekrutierung unserer Bürger für die Reihen der terroristischen Organisationen, die Verbreitung von extremistischer Ideologie und so weiter. Es ist nötig, die Kontrolle über den Flüchtlingsstrom zu verstärken, nachdem Russland ein Transitstaat nach Europa ist. In dieser Hinsicht ist es vielleicht sinnvoll zu erwähnen, dass die sogenannte Flüchtlingskrise lange vor Beginn der russischen Antiterroroperation in Syrien entstand. Der Grund für die Flüchtlingskrise ist die Destabilisierung ganzer Regionen der Welt, vor allem im Nahen Osten. Wir sehen beispielsweise an der Grenze Mazedoniens deutlich, was mit einigen dieser Flüchtlinge geschieht. Es sind hier Flüchtlinge aus Afghanistan. Was hat das mit unseren Handlungen in Syrien zu tun? Das eine ist mit dem anderen nicht verbunden. Unsere Aktionen richten sich nur auf eine Sache: die Situation in diesen Ländern
und die Bedingungen für die Rückkehr der Bürger dieser Länder in ihre Heimat zu stabilisieren. Im Folgenden sprach Putin über den Kampf gegen die organisierte Kriminalität in Russland selbst. Weitere Originalreden von ihm in deutscher Übersetzung des Kreml-Manuskripts findet ihr unter dem jetzt eingeblendeten Link.